Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literatur und Kritik. Ein Hund kam in die Küche. Die Option in Südtirol, wieder erzählt von Ulrike Tanzer. Die Option in Südtirol, lange ein tabuisiertes Thema, wurde in den letzten Jahrzehnten eingehend wissenschaftlich untersucht, aufgearbeitet und neu bewertet. Der Journalist und Zeithistoriker Klaus Gatterer war einer der ersten, der sich in seinem 1969 publizierten Erinnerungsbuch »Schöne Welt, böse Leut, Kindheit in Südtirol« kritisch mit dem gängigen Geschichtsbild auseinandersetzte. Unmittelbar nach Kriegsende 1945 war die deutschsprachige Minderheit in Südtirol durch Option und Mittäterschaft tief gespalten. Mit dem Diskurs, dass Südtirol Opfer zweier Diktaturen sei, versuchten die politischen Eliten, die zum überwiegenden Teil in die Option verwickelt waren, gemeinsam mit der Kirche und dem Medienmonopol, insbesondere der Dolomiten, die Gräben zuzuschütten. Die italienische Politik wiederum nutzte die Optionsabkommen für die Friedensverhandlungen und in den Verhandlungen mit der Minderheit. Der Opferdiskurs, der die deutschsprachige Minderheit aufgerieben zwischen zwei Diktaturen sah, blendete die eigene nationalsozialistische Vergangenheit aus. Die 1980er Jahre brachten eine Fülle von wissenschaftlichen und künstlerischen Auseinandersetzungen hervor. Die Innsbrucker Zeithistorikerin Eva Pfannzelter spricht von einem Aufarbeitungsjahrzehnt, dessen Höhepunkt die Ausstellung zum 50. Jahrestag der Option Option Heimat Optioni im Jahre 1989 war. Karin Brandauers Film Verkaufte Heimat nach dem Drehbuch von Felix Mitterer verschaffte dem Thema eine breite, auch überregionale Öffentlichkeit. 2003, also relativ spät, erschien die erste akademische Abschlussarbeit von Brigitte Foppa zur Option in der Literatur mit dem Titel »Schreiben, Überbleiben oder Gehen«. Die Option in der Südtiroler Literatur 1945 bis 2000, bezeichnenderweise in Trient. Die Arbeit erfasste zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich autobiografische Texte. 2019 wurde eine Bühnenversion des Stoffes mit großem Erfolg bei den Tiroler Volksschauspielen Telfs aufgeführt. Als Schauplatz dienten die Reste der im Abbruch begriffenen Südtiroler Siedlung. Bereits 1976 hatte sich der Schriftsteller Josef Zoderer in dem autobiografischen Roman »Das Glück beim Händewaschen« 1976 mit der Geschichte seiner Familie auseinandergesetzt. Eine Neuausgabe erschien 1982 im Hansa Verlag und verschaffte Zoderer große Resonanz im gesamten deutschsprachigen Raum. Seine zweisprachige Erzählung »Wir gingen« aus dem Jahr 2004 nimmt über 20 Jahre später das Geschehen nochmals auf. Das Thema Option in Südtirol ist also keineswegs neu, im Gegenteil. Das Thema scheint abgearbeitet zu sein, aus der Zeit gefallen und wenig aufregend. Geht man nach den Gesetzen des Literaturbetriebs, der sich immer hysterisch auf der Suche nach dem Neuen begibt.
Es ist durchaus ein Risiko, 2023 einen weiteren Roman über die Option vorzulegen. Der Titel des Buches »Ein Hund kam in die Küche« spielt selbstironisch auf diese Endlosschleife an. Die Geschichte wird aus der Perspektive eines Buben erzählt, dessen Eltern sich für die Option entscheiden. Die Versprechungen eines besseren Lebens im Deutschen Reich stellen sich schnell als falsch heraus. Familien und Freundschaften werden auseinandergerissen. Der Vater rückt zunächst begeistert ein und kommt als gebrochener Mann aus dem Krieg zurück. Der jüngere Bruder Hanno, kognitiv beeinträchtigt, wird von den Ärzten des Innsbrucker Krankenhauses in ein naheliegendes Kinderheim mit dem Namen St. Josef eingewiesen. Er wird später Opfer des Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten in der Heilen Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee. Der Tod des Kindes lastet zeitlebens auf den Eltern. Die Heimkehr der Familie in ihr Südtiroler Dorf nach Kriegsende gestaltet sich als schwierig. Die 5, 6 Jahre ihres Wegseins haben unauslöschliche Spuren hinterlassen. Soweit die Handlung in aller Kürze. Sepp Malz' Auseinandersetzung mit der Optionsthematik ist nicht more on the same. Und dies hat mehrere Gründe. Erstens, durch die Verbindung der beiden Themen Option und Euthanasie gelingt Mall eine neue Perspektive. Das Schicksal Hannos, das exemplarisch für das Schicksal vieler behinderter Kinder steht, die in den sogenannten Heil- und Pflegeanstalten des Dritten Reiches ums Leben kamen, zieht sich wie ein roter Faden durch den Text, an dessen Anfang und Ende ein Besuch des Ich-Erzählers mit seiner Mutter am Familiengrab steht. Mall hat für diesen Roman gründlich recherchiert. Zwei der zahlreichen Veröffentlichungen werden im Nachwort eigens erwähnt. Josef Feichtingers Autobiografie »Flucht zurück – Eine Auswandererkindheit« und der Sammelband »Agnes, Ida, Max und die anderen«, herausgegeben von Elisabeth Malaya und Marlene Messner. Zweitens. Der Roman ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Erinnern nach der Zeitzeugenschaft funktionieren kann, ein wichtiges Thema, das die Zeitgeschichte umtreibt. Mall, 1955 in Graun im Winschgau geboren, hat die Option nicht mehr selbst unmittelbar erlebt, aber er kennt als Sohn kleiner Landwirte das Milieu, das er beschreibt. Die Sprachlosigkeit, die Kargheit und die Arbeit. Die durch die Option ausgelösten Traumata betreffen jedes Dorf, jede Familie. Josef Feichtingers Autobiografie bildet dazu eine wichtige Grundlage. Malz' Roman ist auch als eine Hommage an den 1938 in Meran geborenen Schriftstellerkollegen zu lesen. Feichtinger übersiedelte als Zweijähriger mit seiner Familie im Zug der Option nach Oberösterreich und kehrte 1951 nach Südtirol zurück. Drittens. Sepp Mall zählt zu den profiliertesten SchriftstellerInnen aus Südtirol. Seine Arbeiten, Lyrik wie Prosa, wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 1969 erhielt er etwa den Meraner Lyrikpreis. 2005 wurde der Roman Wundränder für die Aktion Innsbruck liest ausgewählt. In den Kritiken findet sich ein Grundtenor. Ein Lob auf die sprachliche Konzentration,
die genaue Beobachtung alltäglicher Bilder, die Miles Texte auszeichnet. Und dies gilt auch für diesen Roman. Sepp Mal gelingt es, mit sparsamen Mitteln aus der Perspektive eines Kindes eindrückliche Szenen zu beschreiben und das Innenleben seiner Figuren, zerrissen zwischen Weggehen und Dableiben, zwischen Sehnsucht und Verzweiflung, auszuleuchten. Dies geschieht mit Präzision und Empathie. So etwa die Abschiedsszene im Heim. Die Mutter wird durch Formalitäten bei der Rezeption abgelenkt, während eine Klosterschwester den sich sträubenden Hanno mit sich nimmt. Und ich stand da, heißt es lapidar, in dieser weiten Halle mit Hannos Koffer in der Hand und starrte auf die wehende schwarze Kutte der Schwester, starrte dem sich entfernenden Paar hinterher, das vom Dunkel der Mauern verschluckt wurde. Zitat von Seite 45. Die Institution erweist sich als abweisender Kerker. Die Rolle der Kirche wird nicht beschönigt. Eine Umkehr oder Rückkehr ist, dies hat Sepp Mal bereits in seiner Erzählung »Verwachsene Wege« aus dem Jahr 1993 gezeigt, allerdings nicht möglich. Das vorangestellte Motto, ein Zitat von Novalis, »Wo gehen wir denn hin? Immer nach Hause«, steht dazu in seiner Vieldeutigkeit in keinem Widerspruch. Sepp Mals früherer Roman »Wundränder«, der vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund der Sprengstoffanschläge der 1960er Jahre in Südtirol spielt und die Erwachsenenperspektive mit der Kindperspektive verschränkt, gehört mittlerweile zum schulischen Kanon. Es ist davon auszugehen und zu hoffen, dass auch »Ein Hund kam in die Küche« diese Verbreitung finden wird. Denn in Zeiten, in denen ein Diskurs über die sogenannte Normalität die politische Debatte beherrscht, ist dieser Text aktueller denn je. Sie hörten Literatur und Kritik. Ein Hund kam in die Küche. Die Option in Südtirol. Wiedererzählt von Ulrike Tanzer. Sprecher Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.